Als nächster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Wolfgang Katzern. Bitte. Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten GPA. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Vorredner hat irgendwie hellseherische Qualitäten, weil er ja im Vorhinein schon weiß, was ich sagen will. Und der Herr Strolz hat mich auch dreimal angesprochen, weil wir bemühen, Sie nicht zu enttäuschen. Faktum ist jedenfalls, dass wir vor circa einem Jahr die Situation diskutiert haben, dass die Einnahmen aus der Lohnsteuer wesentlich stärker steigen als die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Und aufgrund dessen die klare Schlussfolgerung ist, dieses Land hat ein Kaufkraftproblem und wir müssen schauen, dass den Menschen mehr im Börsel bleibt. Und daher hat der ÖGB und die Arbeiterkammer gemeinsam die Kampagne Lohnsteuer runter gestartet und 900.000, es war sehr, dass Ihnen das stört, Herr Kickl, nicht? Aber 900.000 Menschen in diesem Land haben unterschrieben und haben unterstützt, Lohnsteuer runter. Und die haben nicht unterstützt Lohnnebenkostensenkung, die haben nicht unterstützt runter mit den Unternehmenssteuern. Die Botschaft war klar, Lohnsteuer runter. Und heute ist ein guter Tag, weil heute beschließen wir Lohnsteuer runter, meine Damen und Herren. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden um über 5 Milliarden Euro entlastet. Das erhöht die Kaufkraft in diesem Land. Und diejenigen, die entlastet werden, das sind die wahren Leistungsträger, nicht jene, wo uns alle möglichen einreden wollen, wer aller der Leistungsträger ist. Die Leistungsträger in dem Land, das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die haben es verdient, dass es eine entsprechende Lohnsteuersenkung gibt. Und während einige meiner Vorredner sich Sorgen um die Motivation von Unternehmern machen und um die Freude, Unternehmer zu sein, sagen wir ganz klar, diese Steuersenkung schafft Arbeitsplätze, weil sie mehr Kaufkraft bringt. Und das ist nicht etwas, was wir erfunden haben, sondern das wird eigentlich von allen Wirtschaftsforschungsinstituten in Österreich bestätigt, dass es diese positive Wirkung gibt und diese Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Pensionistinnen und Pensionisten und weitere Gruppen. Diese Reform senkt die Abgabenquote, sie erhöht private Einkommen und schafft Erwerbsanreize. Also eigentlich alles Punkte, die die Neos immer wieder fordern. Und darum frage ich mich und fragen wir uns, was stört Sie an dieser Steuerreform? Was stört Sie an denen, die profitieren, nämlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Sie haben es gesagt, es stört Sie, dass die Unternehmer zu wenig bekommen. Da muss ich sagen, wir haben für die Unternehmer und Unternehmerinnen in den letzten Jahren viel getan. Ich könnte Ihnen eine ganze Liste von Steuererleichterungen und sonstigen Dingen aufzählen. Jetzt sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dran und nicht irgendwelche andere, weil die haben jahrelang eingezahlt und holen Sie das jetzt zurück, was Ihnen auch zusteht. Und zu den Lohnnebenkosten, weil Ihnen die so wichtig sind. Abgesehen davon, wir haben heuer bei der Unfallversicherung, beim Insolvenzentgelt, wo sehr wohl Schritte zur Senkung der Lohnnebenkosten gestartet. Regen Sie Ihnen nicht? Ja, das ist alles zu wenig, ist eh klar. Ja? Ich finde das lustig, dass diejenigen am lautesten schreien, die zu den größten Profiteuren des Sozialstaates gehören. Schauen Sie einmal an den Bundeszuschuss zu den Pensionen von Freiberuflern und Gewerbetreibenden. Der ist am höchsten, nicht beim ASVG. Dort ist er am höchsten und Sie reißen am meisten den Mund auf. Da muss man sich auch mal fragen, in Wirklichkeit, um was es dabei geht. Wir haben gesagt, wir zahlen uns die Steuerreform nicht selbst. Wenn Sie mit uns über Lohnnebenkosten diskutieren wollen, dann reden wir über Umbasierungen, dann reden wir darüber, wie wertschöpfungsbezogene Elemente eine Rolle spielen können, aber nicht, wie wir einschneiden bei den Pensionen und bei anderen wichtigen Themen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von diesen sogenannten Lohnnebenkosten finanziert wird. So schaut's aus, Herr Strolz. Und dann noch zu Ihrer Befragung einige wenige Sätze, die Sie da lanciert haben und wo Sie sagen, die sehen alle keine Motivation und die Gefahr ist so groß, dass die jetzt niemand aufnehmen und so weiter. Ja, die Frage ist ja, warum? Wo ist das große Problem? Sie haben ja da versucht, Antworten zu geben.
Ich sage Ihnen schon, wo die Antworten sind. Also, das eine ist einmal, was bringt diese Reform? Mehr Steuerehrlichkeit, weniger Steuerbetrug. Das befeuert Arbeitslosigkeit. Ein Kontenregister, was in den meisten Staaten gibt und üblich ist, ein Melderegister, das befeuert Arbeitslosigkeit. Konteneinschau bei begründetem Verdacht mit richterlicher Genehmigung befeuert Arbeitslosigkeit. Um was Ihnen geht, ist ganz klar. Sie wollen, dass die heute auf der Butterseite sind, weiter auf der Butterseite sind und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die geschnalzen sind, das geht nicht durch. Leider für Sie gut, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Klubobfrau der Grünen, Eva Klawischnik, hat jetzt gerade Platz genommen. Und am Wort ist jetzt gleich Andreas Zakostelski, der Finanzsprecher des ÖVP-Clubs.